Es war gegen 18.40 Uhr, als am Donnerstagabend die Feuerwehren rund um Rudolstadt zu einem Großbrand nach Langenschade gerufen wurden. In einer Stallanlage eines Dreiseitenhofes war ein Feuer ausgebrochen und drohte auf weitere Gebäudeteile überzugreifen. Beim Eintreffen der ersten Wehren war das Feuer bereits weit ausgedehnt. Auf Anfahrt war schon klar, der große Rauchentwicklung, dass da sehr viel Wasser gebraucht wird und das um das Hauptgebäude zu schützen, das Wohnhaus. Wurde dann auch eine 3 Kilometer lange Wasserleitung aufgebaut von einem anderen Ort, der Dorf Kulm, auf der linken Seite des Berges, 3 Kilometer hierher verlegt worden. Unter weiterem wurde dann mit Innenangriff begonnen, um das Wohnhaus zu schützen. Gleichzeitig im Innenhof des Dreiseitenhofes die Nebengebäude zu schützen, die aber leider nach Eintreffen mehrerer Feuerwehren zusammengebrochen sind. Die 48-jährige Bewohnerin eines angrenzenden Hauses, die den Brand bemerkte, versuchte noch die Tiere aus den Stallungen zu holen. Hierbei zog sie sich jedoch Verbrennungen ersten und zweiten Grades zu. Neben der Brandbekämpfung retteten mehrere Einsatzkräfte auch Kaninchen und Rinder aus dem brennenden Gebäude. Trotz der Rettungsversuche kamen jedoch mehrere Rinder ums Leben. Für die Löschmaßnahmen versuchten die Wehren noch, den Bach, der durch den Ort fließt, anzustauen. Das Wasser jedoch reichte nicht annähernd dafür aus. Deshalb war man für jegliche Unterstützung dankbar. Das ist sehr schön von der Agrargenossenschaft Katrinau, dass die 2 10.000-Liter-Fässer und 2 Traktoren zur Verfügung gestellt haben, um uns hier mit Löschwasser zu unterstützen. Mit 2 Baggern mussten die bereits eingestürzten Gebäudeteile und im Stall gelagertes Stroh auseinandergezogen und abgelöscht werden. Die Ortsdurchfahrt Langenschade war während des Feuerwehreinsatzes komplett gesperrt. Zur Absicherung während des Einsatzes stand ein Rettungswagen an der Einsatzstelle bereit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Brandursachenermittler sind auch vor Ort, die aber das Gebäude noch nicht betreten können durch den vielen Bauschutt und diese verbrannten. Das zusammengestürzte Dach. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Das Wohnhaus des Dreiseitenhofes ist derzeit unbewohnbar.